Annette Glaser und ich bin Tanzlehrerin und heute könnt ihr das hier lernen. Ja, ich hoffe, euch hat die Vorschau gefallen und wir sehen uns auch gleich im Unterricht. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Ja, lasst uns heute einmal eine kleine Übung machen für Standard-Warm-up. Wir stellen uns bitte einfach mal mit einer geraden Haltung auf einem Bein hin und halten diese Haltung. Das Ganze könnt ihr natürlich auch gefühlt eine Stunde durchhalten, ist klar. Und das Ganze machen wir dann auch einmal auf dem anderen Bein. Wunderbar. Und genau das wollen wir jetzt auch mit unserer Haltung machen. Wir nehmen bitte einmal die Arme raus und die Handflächen zeigen nach vorne. Dann nehmen wir die Arme ein wenig weiter nach vorne, sodass man von oben gesehen wie ein V aussieht, wenn hier auch die Spitze ein wenig rund ist. Macht das V nicht zu eng, sondern wirklich präsent. Und dann, je nachdem, ob Herr oder Dame, geht ihr in eure Haltung rein. Versucht aber die Haltung so extrem wie möglich zu machen. Ganz, ganz weit. Die Damen super viel dehnen, okay? Und die Herren natürlich auch super groß. Passt auf, dass die Schultern nicht hochgehen, sondern dass die unten sind. Und genau in dieser Position versucht ihr jetzt auch auf einem Bein zu stehen und macht ruhig ein bisschen mehr. Dehnt so viel, wie es geht. Das Ganze macht ihr dann nach 5 Minuten auch einmal auf dem anderen Bein und nach den nächsten 5 Minuten entspannen wir uns wieder. Ich zeige es für euch auch einmal von vorne. Wir sind in der Haltung drinnen, auf ein Bein. Dann nach einigen Minuten wechseln zum anderen Bein. Und dann entspannen. Das ist immer eine gute Vorübung, bevor man anfängt, Standard zu tanzen. Ja, versucht immer, die Haltung mit einem Gefühl aufzurufen. Wenn jemand sagt, Haltung, dann müsst ihr sofort dieses Gefühl abrufen können. So soll sich die Haltung anfühlen und dass man sofort in diese Haltung reingehen kann. Ja, ihr habt es geschafft. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues gelernt und euch hat der Unterricht gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mich einmal abonnieren würdet, also meinen Kanal, und mir einen kleinen Like gebt. Wenn ihr sonstige Wünsche habt oder gerne einen Kommentar hinterlassen wollt, dann freue ich mich natürlich auch über eure Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!